Servus und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Hier Angriff mit F. So, mal schauen, wie das geht. Die Nahkampfwaffe Tarnung. Nutzen Sie Gebüsche, um nicht entdeckt zu werden. Herausforderung. Raffen und weg. Was raffen? Zentrale, wir schwärmen aus, um die Spur aufzunehmen. Roger, aber Sie scheinen sich zurückgezogen zu haben. Das Primärziel ist, das vermisste Erkundungsteam. Knick, knack. Da ist Munition. Nein, eh. Plündern. Eh. Da habe ich wieder meine Pfeile. Mittlere Maustaste. Ja und? Mittlere Maustaste? Kann ich die Pfeile nach, aber wie kann ich die Pfeile auswählen? Wie kann ich denn den Pfeil dann auswählen? Giftpfeil. Ja, wie geht das jetzt? Ah. Check ich nicht. Mittlere Maustaste. Mache ich das, wenn ich jetzt so mache und auf 2 drücke, gibt es. Jetzt habe ich die Giftpfeile drin, okay. Shit. Macht Meldung. Die Einheimischen haben Salz angestellt. Die haben geplant, dass wir gar kein Rückflug. Das war eine Falle. Alter. Irgendjemand spielt mit uns. Den anderen gerade gehört. Da baumelt einer. Unter der Bär. Klemm dich ans Funkgerät, versuch die Anlage reinzukriegen. Beim letzten Signal wurden sie angegriffen, dann kam nichts mehr. Das war kurz nachdem uns die Einheimischen bei den Ruinen erwischt. Wir haben bald Kontakt. Ich werde befreit. Bin auf Nachricht, verstanden. Halte sie in Schach. Er ist tot. Alle Tiere morgen offen halten. Die Einheimischen haben im Wald Fallen gelegt. Was denn hier Schönes? Leuchtet doch.
Wir machen uns bereit. Huch. Ich war auf dem ersten Flug nach Sibirien, um die alte Sowjetanlage zu schützen. Jetzt kommen jede Minute mehr an. Konstantin hat für die Neuen eine Rede gehalten. Ich habe mir das angesehen. Ich höre ihm gern zu. Wird nie langweilig. Der Glaube war nie was für mich. Das waren immer nur Worte. Das hier ist mehr. Es ist die Wahrheit. Das war das Dokument. Ich war kaputt. Aber Trinity macht uns wieder ganz. Gibt uns ein Ziel. Eine neue Welt wartet. Selbst die, die nicht glauben, werden eine Rolle spielen. Das war das Dokument, wo er angezeigt hat. Hier. Genau. Okay, jetzt soll ich hier hin. Ich habe das immer noch nicht gecheckt mit den Giftpfeilen. Vorne ist nichts dran an dem Pfeil. Wie kann ich denn die wechseln? Ach, mit dem mittleren Pfeil drücken. Ach, verstehe. Jetzt hat. Okay. Okay. Linke Maustaste werfen, C gedrückt halten. Ja, und dann? Okay. Ja, wenn ich die werfe, was ist dann? Okay. Was sind die Generatoren? Was soll ich mit denen machen? Kaputt schlagen? Auch nicht. Puh. Wo ist denn mein Wegepunkt jetzt? Da. Oh nein, mir schwant Böses. Bärchen ist hier. Verdammt. Wo ist er? Ist noch da. Belly. Komm doch. Scheiße, ich habe Angst. Ja, ich werde da reingehen, natürlich. Aber sonst nichts zu tun. Ach nein, ich will nicht. Moment. Speichern. Hier, Goetheplatz. Rechts der Isar. Okay, Bärchi. Zu eng zum Kämpfen. Ich locke ihn raus.
Was ist? Ach, ich habe ihn jetzt resettet, oder was? Nein, oder? Oder ist er tot? Ist er tot? Hä? Resettet. Der war easy. Na Bärchen, hättest du nicht gedacht, dass ich dich so locker wegputze? Bärli. Hast du gesehen? Bärchen hat mal gar kein Land gesehen. Mit den Kisten hier, die leuchten doch. Eh, ich drücke eh. Bärchen, voll die Nullnummer. Hätte ich ja doch auch ein bisschen schwerer spielen können. Was muss ich drücken? Was muss ich drücken? Kaufer. Was ist da Schönes drin? Ausrüstung, Teil. Halbautomatik, was war da gestanden? Stell mir die Truhe auf, ein Waffen-Update, Fahrzeuge finden, sammeln Sie alle Teile Waffen, um Basislager freizuschalten, okay. So, Bärchen, jetzt mache ich aus dir Schachlicht. Hier. Ih, was hast denn du da gefressen? Was hat er sich denn da geschnappt? Gut gemacht, gell. Ich habe mir gedacht, ich jag gleich zwei Pfeile, bevor ich weglaufe. Ich bin jetzt in unbekanntem Gebiet. Der Trinity-Orden war deutlich. Ich soll dem falschen Propheten und seinen Anhängern ans Ende der Welt folgen und die Ketzerei auslöschen. Ich wollte ihn vor Monaten eingeholt haben, aber er entkommt mir. Er durchquert das Land der Chasaren und den Kaukasus. Hier bin ich im Nachteil. Ich spreche ein Dutzend Sprachen des Reiches, aber im Hinterland kann ich oft lediglich mit dem Schwert kommunizieren. Der Prophet, so scheint es, spricht jede Sprache wie seine Muttersprache. Ja, fertig. Wie seine Muttersprache. Okay, hier ist das. Ich darf ja nichts vergessen, aber der leuchtet ja noch. Kann ich ihn nochmal looten. Gut, dass ich nochmal geschaut habe. Plus ein Bärenfell, jawohl. Okay, hier hin, da geht's hoch, oder? Bin ich in der Hölle, aber ich will aus dem Gebiet eigentlich noch gar nicht raus. Oder? Ich habe das noch nicht geholt, dazu brauche ich die Sprengpfeile. Und das? Was habe ich hier gebraucht? Ich habe hier alles. Nee, die zwei Relikte fehlen, genau. Als 1000 Tage Dürre das Land plagten, führte der Prophet sein Volk zu den Wassern des... Das hatte ich schon, sorry, Leute. Okay, dann gehen wir halt weiter, man kann ja nachher noch zurückkommen. Bin ich echt schon fertig hier? Dann komme ich ja ins nächste Ding. Also die Dokumente habe ich alle. Ich habe alles bis auf diese zwei Dinger. Die kann ich aber noch nicht machen. Die Höhle da. Und da. Ja gut, mein Gott, gehen wir halt weiter. Was soll's? Suchen Sie entlang dem mongolischen Weg nach Spuren und verlorenen Stadt. Ich suche. Oh, schön. Ich muss Anlauf nehmen, weil wenn ich hier, dann falle ich, oder?
Ach, hier gibt's auch. Wird mir aber nicht angezeigt, gell? Okay. Warte! Oh Gott, Gott. Wieso? Verdammt! Aber echt? Ich will da hoch, da oben ist doch bestimmt was. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, wo ich gekommen bin. Ach doch, da liegt noch was, ich hab's doch gewusst. Er hat das Land der Russ durchquert. Ich habe das Gefühl, dass er mich verhöhnt, wartet, bis ich einen Tagesritt entfernt bin und dann weiterzieht. Ich werde nicht wie erhofft vor dem Winter heimkehren. Ich habe bei einem kleinen Dorf an einem See namens Svetlojar Halt gemacht. Der Prophet hat hier gesprochen. Und man will mir keine Unterkunft geben. Ich habe am Ufer übernachtet. Und ein junger Mann, der eine seltsame Version des Symbols des Propheten trug, versuchte mich zu töten. Ich habe an ihm ein Exempel statuiert. Und jetzt starren die Leute mich böse an und bespucken mich. Ich muss bald weiter. Sein Virus verbreitet sich. Gucken mich. War wahrscheinlich ein Mitglied von denen. Bin ich jetzt von da gekommen? Wo muss ich jetzt lang? Aha. Hier lang. Ich könnte ja da. Alles so weiß und blau. Oh, boah, schau mal, das ist doch ein Gletscher. Scheiße, das wird echt kalt. Ja. Eine Pfeilspitze aus Knochen. Sie scheint mongolischer Herkunft zu sein. Das war ein Pfeifpfeil. Mongolische Schützen feuerten sie auf ihre Feinde ab, um sie zu ängstigen und zu verwirren. Pfeifpfeil. Ich dachte, das ist vom Rambo, der Explosionspfeil. Oh, durchs kalte Wasser, alles klar, bei dem Wetter. Die ist doch in Sekunden tot. Okay, links oder rechts? Hier ist eine geheime Kammer, oder? Ja! Die alte, die eine Peisa diente als eine Art Ausweis. Wer sie besaß, konnte im Namen des Mongolischen Reichs sprechen. Hier steht, bei der Macht des ewigen Himmels ergeht dieser Befehl des Reichs. Wer keinen Respekt zollt, macht sich eines Vergehens schuldig. Gut, dass ich den Weg genommen habe. Zwei Relikte. Hier gibt es auch wieder eine große Kammer. Aha, Feuer. Mal das nehmen, was wir hier hinten ist noch was. Fähig, oh ja, Fähigkeit, was mache ich denn jetzt aus Fähigkeiten?
Überleben. Oh Gott, was nehme ich denn jetzt? Mehr EP, oder dann? So, Waffen, bei dem Bogen verbessern, hm? Der umwickelte Griff, kann ich beide machen? Ich könnte beide machen, oder? So gut, jetzt warte mal, jetzt bin ich hier mit Tieren, habe ich jetzt gerade nichts am Hut. Gewährte Chance, exotische Dings. Reduziert Schaden durch gegnerisch, was war das? Abfahren von Pfeilen reduziert ab und zu nicht die Menge der Verfügbarkeit der Munition. Okay, das ist auch nicht schlecht. Tiere. Reduziert die Verzögerung, bevor sich die Gesundheit nach Schäden wieder regeneriert. Befeuern, Kugeln, Patronen reduziert, bla bla. Erhöht die Tragekapazität für jegliche irgendwie Schaden. Das Abfallen von Pfeilen machen wir mal so, den hier. So, Inventar. Ah Mist, das hätte ich ja die Köcher erweitern können. Ah, verdammt ich doch. Okay. Könnte ich jetzt wieder zurück? Brauche ich aber nicht. Dann weiter im Text. Optional finden Sie den nahegelegenen Eingang. Nahegelegenen Eingang. Hier, zack. Nee, war nicht. Hier unten vielleicht. Fall ich da runter? Ohne zu stolpern? Oh, ich dachte, das ist der Eingang. Okay. Der Eingang. Gelegenen Eingang. Huch, da geht's aber ganz schön. Da ist er da unten. Ich habe was vergessen. Was ist das? Na dann. Wieder zurück. Da oben. Soll ich da hochkommen? Geht auch gar nicht. Hä? Ach so, jetzt ist er auf einmal hier. Na gut. Also muss er noch rüber.
Eine byzantinische Kriegsgaleere. Wie zum Teufel kommt die hier runter? Aber echt? Soll jetzt der nahegelegene Eingang sein? Hier. Da ist er, okay. Das ist mongolisch. Aber sie sind hier durchgekommen. Die verlorene Stadt muss nahe sein. Diese Teile. Was soll ich jetzt da runterschießen? Die Dinger da? Ne? Dinger? Hä? Eisschiff. Da oben muss irgendwas sein. Ich glaube, das schaffe ich. Wahrscheinlich. Ich glaube auch. Ja, und jetzt? Ich muss das Eis aufbrechen. Und wie? Bisschen überfragt, ehrlich gesagt. Okay. Und jetzt? Ja, geschafft. Ja, geschafft. Aber was? Halt, da war was. Nimm doch, da liegt's. Die Maria Adula sitzt fest. Das Eis gab nach und zerbrach ihr das Rückgrat. Egal. Ich wollte ihre Kanonen gegen den falschen Propheten richten. Aber nun ziehen wir zu Fuß weiter. Ich habe 6 der besten Trinity-Ordensmitglieder und wir haben auf Kosten der Matrosen Nahrung und Vorräte gehortet. Sie wissen es noch nicht, aber sie werden ihr Leben für die Sache opfern. Meine Männer und ich werden aus diesen Eishöhlen hinausfinden und weitergehen. Bevor das Schiff vom Eis verschlungen wurde, hörten wir Musik. Von Süden. Das wird unser erster Halt. Aber erst muss ich ruhen. Die Kälte sitzt mir in den Knochen und ich bin schläfrig. Nur ein Nickerchen. Nur ein Nickerchen. Okay, das sehen wir in der nächsten Folge. Danke fürs Zusehen.